Faris, vor 15 Jahren warst du hier das erste Mal auf Hawaii. Wie groß ist bei dir noch der Mythos vom Ironman hier? Ja, es ist wie bei einem Schauspieler, der im Theater ist, hinter die Bühne, hinter den Vorhang blickt, alles sieht, wie alles aufgebaut wird, alles gemacht wird. Und da hast du natürlich einen anderen Blick. Du siehst viele Sachen, wo der Mythos ein bisschen bröckelt. Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann ist immer noch was da. Und ich meine, wenn ich hier lande, das ist einfach immer noch Wahnsinn. Die Insel ist ein Wahnsinn und das Rennen. Und solange das Kribbeln immer noch da ist, trotz aller Ärger und sonst was, was noch alles da mit drin steckt, wenn das dein Beruf ist, ist es super. Du hast heuer eine bisschen andere Vorbereitung gewählt, warst noch lange in Deutschland, nur kurz in den USA. Wie war der letzte Push im Training? Ja, das letzte Training war eigentlich ganz manierlich. Es war dieses Jahr einfach anders, weil ich länger, wie gesagt, daheim geblieben bin und war einfach alles anders. Muss man schauen, wie das anschlägt. Was mir sicherlich gut getan hat, waren relativ viele Wettkämpfe, weil ich mich im Training relativ schwer tue, richtig hart zu gehen. Aber wie das sich das jetzt auswirkt, das werden wir dann sehen am Samstag. Im Sommer warst du ja viel mit deiner Familie bei den Wettkämpfen auch unterwegs. Die ist jetzt hier nicht dabei. Sicherlich schade, irgendwie schon Heimwehgefühle. Ja, natürlich habe ich Heimweh. Ich meine, ich glaube, jeder, der Kinder hat und vor allem 6 Monate altes Baby daheim, der will dann nach Hause mit dem Spielen und so. Jetzt bin ich knapp über 2 Wochen weg. Ja, Heimweh habe ich. Auf der anderen Seite, hier ist auch super schön. Ich bin gern hier. Es ist mein Beruf, aber es macht mir auch Freude und es wäre viel zu viel Stress gewesen, die mitzunehmen. Jetzt noch zur Vorwettkampfwoche, sind ja hier extreme Bedingungen. Wie gehst du da im Thema Ernährung um, bestimmte Strategien im Vorfeld? Naja, gut, du trinkst automatisch mehr, weil du ja viel schwitzt und ein bisschen mehr salzen, tust das Essen halt und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel. Ja. Alles wie immer. Ich habe eine ganz konkrete Frage eben eines Users, ob du da speziell irgendwelche so Nahrungsergänzungsgeschichten nimmst? Na, überhaupt nicht. Man ernährt sich ganz normal, man trinkt einfach automatisch mehr und du salzt dein Essen mehr und das ist es. Okay. Du bezeichnest dich selbst als Triathlon-Dino, hattest immer wieder mal auch ein bisschen Probleme, orthopädische Art. Was hast du konkret unternommen, dass du momentan, kann man sagen, beschwerdefrei bist? Ja, dieses Jahr war extrem gut, was das angeht. Also Beschwerden habe ich überhaupt keine gehabt. Sicherlich ein Grund ist, dass ich nur noch sozusagen Material verwende, was auch 100% passt. Das ist einfach auch, dass man auf Sponsoren keine Rücksicht mehr nimmt, sondern einfach sagt, ich brauche das Material, das mir passt. Da gehört unter anderem dazu, dass ich Soulstar Einlagen fahre. Natürlich spezial angefertigte und auch die Einstellung von dem ganzen Material ist natürlich wichtig. Wie viele andere Profi-Triathleten war ich bei Fritz Buchstaller und aus Hilpoltstein und da haben wir einfach nochmal alles überprüft und eingestellt und der hat gesagt, also vom Tritt her kann ich Hawaii gewinnen, jetzt müsste ich nur noch trainieren, jetzt haben wir trainiert, jetzt schauen wir mal, was draus wird. Gut, also die Radexperten sagen, du kannst gewinnen. Was traust du dir selbst zu? Na, also gewinnen werde ich nimmer. Die Zeit ist einfach vorbei. Mir fehlt einfach die Geschwindigkeit, vor allem beim Laufen. Beim Schwimmen wird es ja schon noch reichen für die erste Gruppe, hoffe ich mal zumindest. Beim Radlfahren sollte ich auch noch einigermaßen gut dabei sein da vorn. Aber beim Laufen, also 2,50 laufe ich halt wahrscheinlich einfach nimmer. Und vielleicht, wenn es gut läuft, ganz gut, 2,55, dann ist vielleicht irgendwie 5 oder so drin, aber da hört es dann auch auf und hoffen wir mal, dass ich das rausholen kann. Du hattest ja letztes Jahr nach dem Rennen gesagt, der Fokus wird in diesem Jahr eigentlich auf anderen Ironman-Rennen liegen und vielleicht nicht so auf Hawaii. Das ging ja dann nicht ganz so, weil du in Klagenfurt den Dropout hattest. Ist jetzt doch noch mehr der Fokus wieder auf dieses Rennen hier gelegt?
Ja, eigentlich war der Plan ja in Südafrika und in Klagenfurt richtig, richtig gut zu sein. Das waren meine A-Rennen in der Saison. In Südafrika war ich solide, nicht dramatisch gut, aber solide, hat halt einfach so ein bisschen die letzte Frische gefehlt. Und der Nils Frommholt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, hat er super Rennen abgeliefert. Ja. Also so ist es ja auch nicht. Und ja, in Klagenfurt leider ausgestiegen. Da habe ich mir natürlich was ganz was anderes erhofft. Da war ich auch wirklich in guter Verfassung. Und dann natürlich, wenn du kein wirklich brauchbares Ergebnis hast, ist natürlich wieder Hawaii angesagt. Ja. Dann wünsche ich mir, dass es das A-Rennen jetzt am Samstag ergibt. Heute toll fahre ich, viel Erfolg. Danke.